Und hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Typport. Ich befinde mich hier am Flughafen Wien im Terminal 3 und fliege heute mit der Lufthansa in der Airbus A320 Business Class von Wien nach Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß gleich nach dem Intro. Gut, wir gehen jetzt in die Austrian Airlines Business Class Check-In als Abkürzung zur Priority Seco. So, die Seco war wie immer sehr gut gelaufen. Ich habe nicht mal eine Minute hier verbraucht. Hier am Flughafen Wien Schwechat. Das läuft einfach sehr gut. Ja, und nachdem Seco, dass es sehr gut gelaufen war, werde ich jetzt auf den Weg zur Austrian Airlines Business Class Lounge gehen. So, das Abendessen hier in der Austrian Airlines Business Class Lounge war wie immer hervorragend. Es war einfach phänomenal. Ja, und ich habe sehr gut gegessen und getrunken. Und nach dem gemütlichen Business Class Lounge von der Austrian Airlines bin ich jetzt also auf dem Weg zu Gate. Oje, mein Flug hatte Verspätung. Überlegen wir wieder zurück in die Auswahl des Business Class Lounge. So, mein Lufthansa-Flug hat leider viele Minuten Verspätung jetzt. Der fliegt jetzt statt 20.20 Uhr jetzt um 20.55 Uhr von Wien ab. Das heißt, ja, ich werde jetzt wieder zurück in die Auswahl des Business Class Lounge und noch kurz was trinken. Und danach gehe ich später noch einmal zu Gate. Es hat wieder Verspätung. Um 21.05 Uhr geht jetzt mein Flug nach Frankfurt los. Na gut, gehen wir jetzt zu Gate F8. Der Lufthansa Airbus A319-100 Flieger ist jetzt gerade angekommen hier in Wien. Wir haben sogar einen Aircraft Change jetzt bekommen vom Airbus A320 auf die Airbus A319-100 mit fast eine Stunde Verspätung. Ich hoffe, der Boarding kann jetzt so rasch wie möglich jetzt loslegen, dass wir an Bord sind und dass wir noch mindestens mit wenigen Verspätungen in Frankfurt ankommen werden. Das ist die Pre-Boarding-Gruppe, einladen zum Ausgang F8 zu kommen. Aber neue Sitzreihe bekommen für den Aircraft Change. So, ich bin jetzt an Bord der Lufthansa in der Airbus A319-100 in der Business Class in der SSI-Kooperation. Ja, mit einigen Verspätungen hier, aber soll jetzt gleich losstarten. Und ich sehe zum ersten Mal hier in der Lufthansa in der Airbus A319-100 die meisten Business Class-Sitzreihe zum ersten Mal hier zu sehen.
wo ich die ganzen Airline-Muster dort habe, auf meinem Lufthansa-Rucksack. Da habe ich mir erklärt, ich bin Vielflieger und ich liebe Flugzeugfliegen und so weiter. Da habe ich auch diesen Koffer angehängt von meinem FDL-Status, den ich seit 2019 habe, hergesägt. Und sie fand es sehr cool, was ich da alles mache. Und ja, da hat sie noch gefragt, was ich in Frankfurt hier verbringe. Und dann habe ich das erklärt, dass ich mit der Lufthansa Libris dort bin, mit meinen Vielflieger-Treffen dort, dass es morgen stattfinden wird. Und sie fand es sehr spannend, ja. Und ja, es war sehr gemütlich, mit dem Flight Personal zu reden. So, diesmal hat es sehr Gutes gegeben von der Lufthansa in der Business Class von Tasting Heimat. Und zwar diesmal sehr gutes Essen gegeben, und zwar den Ente mit Salat und Gemüse mit bisschen Senfsoße und bisschen auch Käse. Auswahl von Brot und Gebäck habe ich mir ein Brötchen genommen. Puder war wie immer Tablett dabei und zu Dessert zwei Stück von den Schokokuchen. Und zu trinken habe ich mir ein Weißwein genommen. Ich muss sagen, ich esse jetzt zum ersten Mal ein neues Essen von der Tasting Heimat, weil ich habe immer dort bekommen diese Wurstplatte mit den Karotten und Litauer so drauf, wie man so langsam Fahrt war. Und diesmal hat es sehr gut gegeben und da war ich echt begeistert. Ich finde den Flug sehr gemütlich diesmal. Ich sitze dort in meiner Sitzreihe, wo ich auch für mich allein habe, weil nebenan bei meinem Sitz sitzt kein Passagier nebenan bei mir. Genau mit halbe Stunde Verspätung hier in Frankfurt angekommen, aber was für ein toller Flug mit der Lufthansa in der Airbus A319-100 Business Class von Wien nach Frankfurt. Die Crew war wirklich sehr freundlich und hilfsbereit, haben einen sehr guten Service gemacht. Das Essen war wirklich sehr gut, es hat was Neues gegeben vom Tasting Heimat und die Lufthansa Crews haben wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und da war ich wirklich sehr, ja, und es war wirklich ein sehr gemütlicher Abendflug mit der Lufthansa, trotz Verspätung. Und ja, nachdem ich einen sehr guten Flug gehabt habe mit der Lufthansa, werde ich auch direkt jetzt mit der S-Bahn ins Hotel fahren. Da möchte ich fürs Zuschauen bedanken, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt das Video sehr gut gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wenn ihr es gefallen habt. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal TravelWithBernerTV. Link unter Beschreibung ist mein Instagram-Link. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, meine Freunde. Und tschüss, bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut.